Hallo Bres, ich bin Tobi. Ich habe Akani mit mühevoller Kleinstarbeit einen f***ing Geburtstagshut gemacht. Und ich werde euch mal zeigen, das ist der süße Hut. Ich zeige euch mal, ob das Ganze der Akani gefällt und dann sehen wir uns gleich, ne? Ja. Scheint ihm mega zu gefallen. Scheint ihm mega zu gefallen. Oh, Akani, guck mal. Hey, guck mal hier. Hallo? Ciao. Na, es ist schon wieder ein Jahr her, als wir das letzte Mal fast den Hund vergiftet haben und Tobi ihn fast mit Schnittlauch umgebracht hat, weil er Geburtstag hatte. Tobi, Statement? Das schneiden wir raus. Das schneiden wir nicht raus. Das schneiden wir raus. Sonst werde ich Julius. Das läuft sowas von. Leute, Akani hat wieder Geburtstag. Mach mal Sitz. Mach mal Sitz. Fein. Happy Birthday, Akani. Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday, Akani. Happy Birthday. Es ist zu wild. Happy Birthday, Akani! Na, ist heute dein Purzeltag? Was soll denn das jetzt? Digga, die hat Tobi selbst gebastelt. Die habe ich selbst gebastelt. Hallo, wir sind gerade bei Freddy im Büro, Leute. Und natürlich gibt's für den Geburtstag. Wir machen natürlich noch eine kleine Party im Büro. Später bei uns. Aber wir müssen natürlich was backen und was kochen. Ne? Ein Geburtstagsplätzchen, Geburtstagskuchen, ja? Wer ist da? Tierheim? Das ist Tierheim. Ja, wir backen jetzt für Akani ein paar Plätzchen. Hundekekse. Wir haben gute deutsche Leberwurst als Basis. Ist glutenfrei und noch irgendwas. Ja, willst du die Leberwurst? Willst du die Leberwurst? Willst du einmal die Leberwurst lecken? Oh. So, reicht. Hopp. Dreh dich. Okay, kriegst du nicht. Also, wir machen auf jeden Fall jetzt ein paar Hundekekse. Akani, du kriegst gleich. Du hast heute Geburtstag. Du musst es. Ich glaube, der weiß das gar nicht. Ich glaube, der hat gar kein Verständnis von Alter. Hat er mal in seinen Personalausweis geguckt? Digga, der hat den verloren. Ja, Leute, wir haben auf jeden Fall ein paar Zutaten. Wir machen einen wunderschönen Hundekuchen aus reifen Bananen, Möhrchen, Leberwurst, ein bisschen Mehl. Wir haben extra Dinkelmehl genommen, weil es gesünder ist und nicht so viel Schadstoffe für den Hund hat. Komplett ohne Weizen geht's leider nicht. Ist aber nicht schlimm. Solange man dem Hund davon nicht zu viel gibt, ist es alles okay. Und dann geht später eine kleine Party im Büro für Akani. Der hat Geburtstag. Wir haben Ballons sogar. Yo! Auf mich anzufangen. Wir haben Bock, was zu kochen. Backen wir für Akani. Meinst du, ich krieg damit so die Bananen hoch? Es kommt aufs Timing an. Leute, wir machen uns ran. Wir machen Akanis Hundekuchen. Du riechst nach Babypuder. Darf ich das mal sagen? Ja, ich habe mal gepudert, damit ich heute hier frisch und munter bin. Also, eigentlich ist das Rezept wirklich das dümmste Rezept. Wir haben auf jeden Fall hier richtig geile Zutaten. Flüssiges Kokosöl. Keine Ahnung, warum Tobi das gewählt hat. Jetzt kommt wieder, ja, weil mein normales Kokosöl nicht mit... Ich mach doch schon. Also, Backofen auf 200 Grad, Umluft 180 Grad vorhalten. Banane mit einer Gabel zu einem feinen Mousse zerdrücken. Wie viele Bananen brauchen wir? Tobi, 3, ne? Eine reife Banane. Guck dir doch mal den Hund an, da gehen schon 3 rein, oder? Hast du irgendwas, womit wir das... Hast du so eine... Kann ich eine... Gabel. Einen Schlaganfall haben. Eine Schüssel. Schüssel ist auch hier drunter. Hier? Gabel. Schüssel, okay. Die muss ich jetzt zerdrücken. Dann muss ich hingehen... Willst du es mit der Gabel machen, oder willst du... Die Karotte kannst du fein raspeln, ja? Ja, mach ich. Tobi, willst du den Rest von der Leberwurst mit nach Hause nehmen? Da kann ich erst eben dran geleckt. Nee. Wo geht das hin? Oh, das geht da rein. Ikea. Ich dachte, das geht einfach auf den Boden. Rein mit der Pampe. Einmal die Hände abwaschen. Flüssiges Kokosöl, Leberwurst und Dinkel. Flüssiges Kokosöl. Ein Viertel von der Leberwurst. Boah, die sieht ja leicht grün aus. Warum ist die so? Das ist ein Viertel? Das ist auf jeden Fall ein Viertel, ja. Okay. Definitiv ein Drittel. Ja, ein bisschen mehr Leberwurst. Ja, das schadet doch dem Tier nicht. Der würde ja groß und stark. Heute Abend erstmal Cholesterinspiegel. So, habe ich hier. Willst du es auch schon da reinmachen? Ja, oder sollen wir noch warten damit kurz? Nee, mach ruhig rein. Sicher, dass es da reinkommt? Ja, ja. 100%. Ja. Ich warte lieber, bis es kommt. Jetzt brauchen wir, Freddy, 160 Gramm von dem Dinkelmehl. Ja. Kannst du es abwiegen? Kann ich machen. Dann tun wir jetzt hier die Karotten rein. 160? 160 Gramm. Wenn ihr wollt, dass keine Oma für Monte und Agatha kocht, lasst mal einen Daumen nach oben da. So, 160 Gramm Dinkelmehl. Dann müsst ihr das Ganze nur noch verteilen. Und dann müssen wir das Ganze einfach nur noch ausrollen und in kleine Knochen machen. What the f***, als ob. Wir schneiden das einfach zu. Ich mach das nicht in Knochen, das ist mir viel zu aufwendig. Das sieht auf jeden Fall nach einem guten Teig aus, Alter. Und das muss jetzt was? Was? In eine Form? Ja, das wird jetzt gerollt, ausgerollt so. Ausgerollt? Ja! Es geht. Alles gut? Sollen wir drüber verhandeln? Was möchtest du denn? Was bietest du? Nee. Wirklich nicht. Ich muss das jetzt nicht anfassen oder kneten oder so. Hoffentlich. Ich halte mich da raus. Dein Hundekuchen. Ach, Digga, das ist wirklich nasty. Oh, geil, Leberwurst, ne? Hast du eine Rolle? Ja. Ich gebe dir die Erwachsenenrolle, okay? Was ist das denn? Ja, Powerarbeit. Tu dir doch mal was. Hast du nicht eine große Rolle, Freddy? Nein, du machst das für deinen Hund jetzt mit Liebe und Mühe. Das sind Plätzchen, die wir machen. Brauchst du noch Stanzform? Hast du welche? Na klar. Hast du Knochenform? Das kann sein, ja.
Damit kann ich jede Tür am Weihnachten aufmachen. Digga, also das tut mir leid, das kann ich so nicht backen. Das sieht doch mega gut aus. Ich finde, das ist aber gut, was du machst. Ich werde einfach noch mal kurz eine Bananenschale vielleicht mit drauflegen, gucken, dass sie mitgeröstet wird oder so. Wo ist die Rolle? Komm, zwei davon, der Rest schneiden wir einfach zu, oder? Ja, in großen. Mach einfach ganz viele Kreise. So, ich denke mal, die Größe hier ist ganz gut, oder? Ja, so einen kleinen Snacker, ne? Ist ja ein Leckerli, ne? Selbstgemachte. Ist eigentlich auch ganz schön. Kannst ja noch mitnehmen in den Park, kannst du ein bisschen trainieren. So. Guck mal, wir sind doch dran, Akani, bitte. So. Mann, ich bin doch dran. Ja, viele Geräusche auch, ne? Sehr kommunikativ. Der hat eine richtige Facette, hat der, Alter. Hast du ein großes Vokabular? Das Beste ist sehr intelligent anscheinend. So, wir sind fertig. Den Rest essen wir einfach so. Wie lange? Kommt jetzt in den Backofen für, warte, ich muss mir erst die Hände waschen, hier stinkt's nämlich. Wie lange? Was? Wie lange? Schon. Schon. Hast du ein sauberes Handtuch für die Hände? Ja. Das hast du gerade, das ist nicht, ich sehe von hier, dass das nicht sauber ist. Das Ganze kommt jetzt für 18 Minuten in den Ofen, aushärten lassen, luftig verpacken. Wir sehen uns gleich wieder, wenn es dann die Party für Akane gibt und er den ersten Keks hier probiert. Ja! Happy Birthday! Geburtstagsparty! Akani, deine Plätzchen sind fertig, guck mal. Das ist ein Falling Man. Seit wann stehst du auf zwei Beinen? Lass das mal. Dreh dich. Und dreh dich. Nein, hoch. Hopp. Dreh dich. Boah. Das war der Bock, ne? Sitz. Guck mal, dem ist das einfach egal. Schmeckt dein Geburtstagskuchen? Das sieht aber gut aus, ne? Da wird aber richtig jetzt, da geht's richtig los. Nee. Sitz. Hey, nein. Sitz. Mut. Hol's dir. Ui. Ne, der ist wirklich super, der hast du perfekt fast genau gemacht. Da kann ich schau mal hier, hier, holz hier. Und schau mal hier, noch eins. Oh, ne? Guck mal, der hat gar kein Problem mit seinem Hütchen. Ne? Also ich glaube, der liebt die Dinger. Ich glaube, der liebt die Dinger wirklich. Gut, Leute, wir fahren jetzt ins Büro und dann feiern wir noch Akanis Geburtstag weiter. Wir haben nämlich noch, was denn? Musik. Ballons, ne? Ballons. Du musst aber aufpassen. Oh. Hallo, hallo, nein, nein. Pirat, komm hier. Oh. Würdest du auch eins essen? Boah, auf das ist einfach nur mal, du das doch ist einfach mal für Protein. Würdest du eins probieren, Tobi? Ich glaube, du kannst es machen. Musst du jetzt auch nicht, ne? Aber ich würde. Ja, natürlich muss ich, weil ja, sonst hast du mich wieder. Akani, so, yo, what the fuck, Mann? Das sind meine Kekse, was geht denn bei dir? Hä, hey, schmeckt eigentlich echt gut. Wir sehen uns gleich im Büro. Tschüss. Ah ja, und bei Freddy gibt es auch noch ein Video von uns zu sehen. Das kommt aber erst die Tage. Das kommt in 3 Wochen? Ja, ja. Der Hundi. Akani! Komm, wir haben extra Kekse für ihn gebacken. Hier, Akani. Bist du blöd? Hallo? Hallo, Akani, hier! Oh, oh. Okay, also Akani, du hast Geburtstag. Der mag seinen Hut scheinbar nicht, Tobi. Aber nein. Guck mal hier, Akani, du hast dir einen zweiten Hund gekauft. Guck mal hier. Das ist der weirdeste Geburtstag, auf dem ich jemals war. Alter, bist du nicht? Es gibt so einen Song und dann ist es vorbei. Ja. Gut, es ist aber so ruhig gerade, wir sitzen hier so. Der Hund. Ja, ich hab einen geschenkt. Echt jetzt? Akani, guck mal, wie ist ein Geschenk? Was hast du denn gemacht? Hast du denn was gemalt? Das ist eine I Love Revi Sturmhaube. Digga, wie süß sieht die aus? Zeig mal. Das ist eine Socke. Ja, ich mach das. Ich glaub nicht, dass der das mag. Oh, ich Akani, ich glaub, er mag das nicht. Ich glaub, er will was das nicht. Falsch gemacht? Ich glaub, er will das nicht anziehen. Oh Mann. Ich weiß nicht, ob also. Akani, ist das etwas, was du tragen würdest? Digga. Guck mal hier mit deinem Augen. Mia, der sieht aus wie aus einem S-Club. Das können wir dem nicht anzugucken. Nee, zieh's ihn wieder aus, bitte. Der sieht aus wie von einem S-Club. Wieso passt das so gut? Also auf jeden Fall eine Sache. Keksverkostung. Ja, kannst du. Ja? Tatsächlich, ja. Ich auch schon mal. Du auch schon. Was ist da jetzt genau alles drin? Karotte, Leberwurst, halt, ne? Leberwurst, Mehl, nee, dann und Banane. Also auf jeden Fall liebt er seinen Kuchen. Das ist schon mal, ich glaube, auch was anderes, also was anderes kann man dem Hund ja auch nicht bieten. Ich meine, wir rennen jetzt gleich noch im Park mit dem wie so gestörte rum, aber das machen wir eh jeden Tag. Akani, mach mal Platz. Bleib. Nein. 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 Bleib. Holt's hier. Fein. Ja, wir haben auch eigentlich noch gedacht, wir könnten noch andere Hunde einladen, aber irgendwie ist halt keiner gekommen. Akani juckt einfach wirklich nur der Hundekuchen, aber es ist okay. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Das war Akanis Geburtstag.